Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Zerodon. Mit mir dem Herrn gleich. Es ist mal wieder und die Kamera hat mich wieder nicht. Es ist mal wieder Rumble Time. Ja, Gilde Nummer 2 hat richtig auf den Frack bekommen. Gilde Nummer 1 aber auch diesmal, muss ich sagen. Also, ich habe keine Ahnung, was da diesmal passiert ist. Wir haben schon in Gilde Nummer 1 von der Spiral of Death gesprochen. Weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Wir waren also bevor der Rumble-Algorithmus von Kongregate angepasst wurde. Da gab es ja diese ganzen Sandbagging-Geschichten und so weiter. Da bist du hingegangen, hast teilweise extra dann Matches verloren, um auf eine andere Algorithmusposition zu kommen, ja. Und dann dafür bessere Platzierungen zum Schluss rauszuholen. Ja, dann hat man gedacht, okay, jetzt ist dieser neue Algorithmus da und also dann dürfte es das wohl nicht mehr geben. War jetzt wohl auch lange Zeit so gewesen und diesmal, also es ist unfassbar. Also Gilde 2 hat jetzt fast nur gegen, ja, eigentlich ausschließlich gegen stärkere Gilden gekämpft. Auch Maxu, muss ich sagen, ist eigentlich deutlich viel stärker als wir, aber scheinbar, also zumindest unsere zweite Gilde, aber scheinbar nicht so aktiv. Als ich den Namen gesehen habe, Maxu, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt verliert Gilde 2 auch noch dieses Match, ja, das wäre jetzt ziemlich bitter gewesen, ist zum Glück dann uns erspart geblieben. Aber schön ist es trotzdem nicht. Naja, schauen wir mal, wo wir zum Schluss mit Gilde 2 landen. Wenigstens hoffentlich bleiben wir noch irgendwo in der Top 300. Ja, normalerweise Gilde 2 immer Top 200. Aktuelle Platzierung hier 282. Normalerweise haben wir an der Stelle irgendwas um die 180 gegen Ende. Ja, ich hoffe, wie gesagt, da das Matchmaking-Ranking ja noch weiter unten angesetzt ist als momentan zur Platzierung, dass wir jetzt nicht noch ein Stückchen nach unten fallen, sondern dass wir jetzt eventuell noch ein Stückchen steigen und dann zumindest mal uns irgendwo bei Platz 250 oder so platzieren, was ich aber nicht glaube, dass das der Fall sein wird. Ja, was können wir jetzt über diesen Rumble sagen? Dieser Rumble war die reinste Katastrophe. Muss ich echt sagen, für beide Gilden. Also, und man kann nicht sagen, dass die Gilden irgendwie eine schlechte Leistung gebracht haben. Das würde ich nicht, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Im Gegenteil, Gilde 2 hat auch zwischendrin, auch gegen Ende, immer so um die 44 Aktive gehabt, ja. Gilde 1 teilweise 50 Aktive, 49 Aktive, also es war diesmal super ausgeglichen, eigentlich fast jeder hat bei jedem Match irgendwo mitgemacht, also ist jetzt nicht so, wenn ich mir die aktuelle Platzierung anschaue, weil ich sagen würde, okay, hier hat einer ganz schön, also komplett versagt, das ist diesmal auf gar keinen Fall so. Und trotzdem haben wir eine deutlich schlechtere Platzierung rausgeholt als die letzten drei Rumbles in Folge. Warum kriegt die Kamera mich eigentlich nicht? Diese Arschlochkamera denkt irgendwie auch, oh, was mache ich mit dem denn? So. Ja, war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also wir hatten teilweise auch überhaupt kein Land gesehen, ja, also es ist jetzt nicht so, nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass wir jetzt völlig chancenlos gegen diese Gilden waren, es hat meistens nur ein bisschen was gefehlt, ja, minimal, aber dann ist es eben trotzdem chancenlos, weil selbst wenn es nur ein 2.000, 3.000 Punkte Unterschied sind oder so, ich meine, das jetzt hier ist ein krasses Endergebnis, was wir jetzt hier um die Ohren geknallt bekommen, aber
Bei manchen Kämpfen waren es wirklich nur ein paar tausend Punkte und das tut dann schon irgendwie ein Stückchen weh, wenn du voll aktiv bist und machst und tust und hast eigentlich keinerlei Chance, dieses Match dann tatsächlich noch final zu gewinnen. Wir hatten halt echt diesmal kein Glück mit unseren Gegnern und haben nur brutal starke, also richtig brutal starke Gegner eigentlich diesmal gehabt. Und ähnlich ging es hier auch in Gilde 2 zu. Ja, in Gilde 2 hatten wir auch, was soll ich dazu sagen, das war brutal. Ja, das war wirklich richtig brutal. Und da kannst du halt irgendwo nichts machen, ja. Ich meine, jetzt dieses Match hier verloren. Ich habe richtig aufgepasst. Vielleicht jetzt auch, das müssen wir. Wenn du fast nur gegen stärkere Gilden kämpfst, dann bist du froh. Also, ich muss sagen, dafür haben wir uns echt noch tapfer geschlagen, ja. Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können, als es jetzt tatsächlich der Fall ist, aber es ist uns glücklicherweise erspart geblieben. Also was heißt erspart geblieben? Das ist schon schlimm, aber es hätte noch schlimmer werden können, ja. Bei der Fülle an brutal starken Gegnern. So, Maxu, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, das bin ich auf jeden Fall mega happy und dankbar dafür, dass wir dieses Match hier quasi von Maxu geschenkt bekommen, weil normalerweise sind die, müssten sie eigentlich stärker sein als wir, ja. Nicht viel stärker, wobei es ist, soweit ich das weiß, es ist sogar eine komplett 800er Gilde, ja, aber also 800er Gilde bedeutet, dass wirklich jeder von denen im Secret Fight Club ist. Jetzt schauen wir mal ganz kurz bei denen rein. Und dann seht ihr, 24 von denen haben gekämpft. Und das ist schon wenig. Und bei uns waren es 41. Okay, haben wir auch super gutes Ergebnis rausgeholt. Sweezy, neuer 93, Wahnsinnsleistung, mega geil. Zardos, neuer 93, Gabriel D, neuer 87, Benice, neuer 92, Georgios, neuer 77, Mark V, neuer 70, Marunga, neuer 68, Outlaw Deke, neuer 46, oh Lord Universe, neuer 43, Scottie Pippen, neuer 38, Marco Oliver 500, neuer 34, Player, neuer 33, Joseph, neuer 25, Wovan, neuer 14, Dreifuchs, neuer 10, Fensinho, Andrelo, X-Strike, Simal, Stewie, Ruffy, Traffy, Berserker, Tristan, Bruno, Anderson, H, James, BBBBB, Badass Charlene, dann komme ich und kriege ja noch ein paar Pünktchen drauf. Smug and Fresh, Albertus, A, Suarez, Bobob, Snorts, Fred, der P, Wanda, Hyla, Ililililil, Quarkmüller, Max, Strawberry und Antonius Mar. 41 Aktive. Und Maxu gegen Ende nochmal besiegt. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.